Schießen, Laufen, Fechten, Schwimmen und auch noch Reiten. Annika Schleu ist gleich in 5 verschiedenen Disziplinen aktiv. Das erfordert Leidenschaft und Willensstärke. Moderner Fünfkampf, nichts für jedermann. Ich glaube, dass man schon einerseits natürlich Talent braucht, aber ich glaube auch, dass man einen gewissen Trainingsehrgeiz braucht und überhaupt eine sehr Zielstrebigkeit, damit man dann auch dabei bleibt. Also man hat sehr, sehr viele Talente, denen ist es einfach zu viel vom Pensum und die hören dann in der Schule schon auf. Fünfkampf auf Hobbybasis geht das kaum. Der Sprung in den Leistungssport ist quasi vorprogrammiert. So auch bei Annika Schleu. Im Alter von 10 Jahren hat sie angefangen. Damals wie heute ist der Sport absoluter Lebensmittelpunkt. In der Schule, dadurch, dass es eine Sportschule war, war da schon sehr, sehr viel drauf ausgerichtet. Die Eltern haben natürlich auch einen groß unterstützt, danach halt das Studium, so ein bisschen viel die Wahl des Studiums auch mit dem Hintergedanken, ich mache ja Leistungssport, es muss auch ein bisschen passen. Und auch jetzt, also dann wird das Studium zurückgefahren, wenn eine olympische Saison ist. Also eigentlich ist es der Großteil und ja, 90%. Pro Woche rund 30 Stunden Training in 5 verschiedenen Disziplinen. Dazu kommen Physiotherapie, Reisen und Wettkämpfe, moderner Fünfkampf als Vollzeitjob. Doch für Annika Schleu macht genau diese Abwechslung den Reiz an der Sportart aus. Ich könnte mir nicht mehr vorstellen, irgendwie 4 Jahre zu trainieren, um dann 100 Meter zu schwimmen oder nur 50 Meter und dann beim Startsprung vielleicht eine Zehntel zu verschlafen und dann irgendwie vielleicht schon die Olympischen Spiele verpasst zu haben. Der moderne Fünfkämpfer ist breit aufgestellt, aber jeder hat auch seine Stärken und Schwächen. Laufen und Schießen, das liegt Annika Schleu besonders gut. Probleme gibt es hin und wieder beim Fechten. Das ist so meine Wackeldisziplin, die entscheidet immer. Ich weiß, wenn ich halt in den Tag starte mit einem super Fechten, dann weiß ich, oh, am Ende kann es mit einer Medaille enden. Und wenn es halt so durchwachsen anfängt, dann weiß ich ja, jetzt heißt es den Tag noch durchkämpfen. Und deswegen ist es auch für mich mental die anstrengendste Disziplin. Wenn es mit dem Fechten denn klappt, reicht es meistens auch für Top-Platzierungen. Annika Schleu ist mehrfache Welt- und Europameisterin im Team, meist an der Seite von Olympiasiegerin Lena Schöneborn. Aus genau solchen Erfolgen zieht die Fünfkämpferin ihre Motivation. Ich habe auch immer gesagt, ich kann schon irgendwo verstehen, wenn Leute niemals über eine deutsche Meisterschaft herauskommen, gerade in dem aufwendigen Sport, dass es dann manchmal schwer ist, von der Motivation weiterzumachen. Also die bringen dann auch durch den Winter, dass man immer weiß, wenn ich das nochmal machen möchte, dann heißt es auch jetzt zu trainieren, wo vielleicht kein Wettkampf so in nächster Nähe ist. Den Winter hat Annika Schleu schon hinter sich und momentan ist sie richtig gut in Schuss, liefert die beste Saison ihres Lebens ab. Vieles hat die 26-Jährige schon gewonnen, aber der Hunger auf mehr, der ist noch da. Ich möchte natürlich auch gerne mal eine WM-Einzelmedaille machen oder eine EM-Einzelmedaille, da habe ich noch ein paar Ziele offen. Ihr Ticket nach Rio hat Annika Schleu schon in der Tasche. Die Vorbereitung läuft auf Hochtouren. 2012 in London konnte sie bereits olympische Luft schnuppern. Zu einer vorderen Platzierung hat es da leider nicht gereicht. Ich weiß, dass ich zurzeit zumindest körperlich in der besten Form bin meines Lebens. Und ich hoffe, dass ich das halten kann bis Rio. Und dann muss das Fechten klappen. Und dann glaube ich, dass da schon was deutlich Besseres als in London bei rauskommen kann. Ein Platz unter den Top 10, das ist das erklärte Ziel von Annika Schleu. Aber wenn die Tagesform stimmt und es mit dem Fechten klappt, ist diesmal vielleicht sogar die ersehnte Einzelmedaille drin.